Fahrtmeldung 3, Fahrer Andreas Bielefeld. Die neuen Medien haben ja durch die Corona-Krise einen richtigen Schub bekommen. Videokonferenzen mit den Kollegen, Hausaufgaben übers Internet und Gottesdienste auf YouTube. Doch ein altes Medium hat, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, auch wieder ein Stück Renaissance gehabt, nämlich das Telefon. In diesen Zeiten, wo wir uns nicht besuchen können, ist es wichtig, sich gegenseitig anzurufen und wirklich die Stimme des anderen zu hören. Denn da klingt unheimlich viel mit, wie es dem anderen geht. Und da brauche ich keine Emojis zu einer kurzen Textnachricht dazuzusetzen. Und die Telefonate dauern auch länger. Auch die dienstlichen. Denn nach der Sachfrage kommt oft die Nachfrage, und wie geht's? Und das ist in dem Fall keine Floskel, sondern eine ernst gemeinte Nachfrage. Und es ist gut, dass wir uns gegenseitig darüber unterhalten, wie es uns in dieser Situation geht. Denn es ist für uns alle eine ganz neue Herausforderung. Manche warten nur darauf, dass das Telefon klingelt. Wie gut, dass das Telefon in zwei Richtungen funktioniert. Man kann auch anrufen. Ich habe das letztens zum Beispiel gemacht, als ich öfters Albträume hatte. Ich habe es einem Freund erzählt und der hat dann gesagt, ach Kathi, wenn das nochmal so ist, du kannst gern anrufen, auch bis nach Mitternacht, da bin ich sowieso noch wach. Notfallkontakte. Kontakte, wo ich weiß, dass ich anrufen kann. Menschen, denen ich vertraue und wo ich mich gern öffne. Und wenn ich mal keinen erreiche von meinen Notfallkontakten, dann kann ich auch im Pfarramt anrufen. Evangelisches Pfarramt, Meldung 3, Andreas Bielefeld. Und dann gibt es da noch einen, den ich immer anrufen kann. Mit einem ganz alten Medium. Mit dem Gebet. Dadurch können Sie Gott immer erreichen. Er ist immer für uns da. Und wir können ihm erzählen, wie es uns geht. Und seine Antwort ist wie eine Decke, die ich um mich legen kann, die mich wärmt. Fürchte dich nicht.